Ja, guten Tag, Freunde, Leute, wie auch immer. Kennt ihr das auch? Ihr zockt gerne und das Ganze. Aber dann heißt es dann, genug für heute, genug für heute. Ja, das waren einmal früher die Zeiten, wo der Vater und die Mutter gesagt haben, für heute hast du genug gespielt. Und ja, die Zeit muss wieder mal. So schaut eigentlich eine Originalkonsole aus, aber du kannst sie ja immer abnehmen. Und du kannst sie ja durch. Die ersetzen natürlich. Aber ich muss euch noch wirklich noch ein Statement sagen. Also ich finde es von Nintendo eine erboste Frechheit, dass man nicht bei der Switch-Konsole das hier mitgeliefert hat. Ich hätte mir von Nintendo erwartet, dass nicht dieses Teil da drin ist, sondern dieses Teil. Aber dann müsste die Switch dann, glaube ich, 330 Euro kosten. Ich kann auch verstehen, dass man manchmal sparen will, aber bitte nicht auf Kosten der Menschheit. Bitte. Vielleicht hätte man eventuell statt das HDMI-Kabel sowas dazugeben können, weil das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Und ich bewundere Nintendo, weil die haben wirklich coole Spiele. Zwei habe ich einmal und man möchte es mir nicht glauben. Ich kann sie ja nebeneinander halten. Einmal Motorrad, einmal Mensch, ärgere dich nicht. Mensch, ärgere dich nicht. Dankeschön, dass du dich für das Spiel Mensch, ärgere dich nicht entschieden hast. Viel Spaß damit. Hast du Fragen zu diesem Spiel? Wir helfen dir gerne. Nett. Wisst ihr, was mir auch noch auffällt? Wie billiger Spiele werden, umso sparsamer ist der Inhalt. Also wenn es teuer wird, ist dieser Karten-Rage dabei. Aber wenn es günstiger wird, ist nur noch ein Zettel mit einem Aufrubbelcode dabei. Es ist zwar schön, dass man Sparmaßnahmen machen will, aber ja. Und da habe ich Trials Rising. Aber ich scheitere immer beim Fahren, weil ich mir immer das Genick breche dabei. Wisst ihr? Dieses Spiel war eines der günstigen und es war kein Code dabei, sondern. Kassette war da drin. Ich bin seit Kind auf Nintendo-Fan und ich muss ehrlich sagen, für die Edition, die ich mir geholt habe, es gibt nämlich auch die normale ohne Spiel, ohne Mitgliedschaft. Ich habe mir gedacht, die da muss es sein. Und wenn ich die jetzt rausziehe, schaut sie so aus wie im Handel.
Weil wenn du jetzt die normale kaufst, ist das dabei, was da drin ist. Nur was mich wirklich definitiv ärgert, man hat im 20. Jahrhundert da oben gespart und das für 300 Euro. Da hätte ich mir erwartet, dass man dieses mit USB-Typ-C beilegt und nicht ohne. Wie gesagt, man hätte vielleicht das HDMI-Kabel weglassen können, weil es haben ja so viele Leute, die einen Blu-ray-Player haben oder Fernseher, TV-Box, haben bestimmt zwei, drei HDMI-Kabel liegen. Also ich hätte beim HDMI eher gespart und hätte bei dem ein USB-Typ-C erwartet und nicht irgendeine Attrappe. Die Leuchtmittel sind da ganz lieb gemeint, aber am Ende hat man wirklich an Ort und Stelle falsch gespart. Aber ich kann euch sagen, was nämlich nicht dabei ist bei der Konsole, das ist nämlich diese Tasche hier. Da kommt die Switch rein und da kommt, glaube ich, ein Spiel hinein, weil zwei. Aber das können wir ja selber ausprobieren. Dafür habe ich das ja da. Nehmen wir mal das. Ja, könnte, aber es passt irgendwie nicht. Da würde es eher reinpassen. Und dann noch die Switch hinein, aber ich weiß nicht, ob ich dann das Display beschädige. Und ja, es gibt auch noch zwei weitere Varianten der Nintendo Switch. Es ist nämlich die Lite, die ohne die Joy-Cons und dann natürlich gibt es auch die Switch OLED, die ist nämlich auch schon neu vom Markt auf den Markt gekommen. Und da steht drauf, was alles dabei ist. Wie gesagt, man hätte vielleicht das da weglassen sollen. Und das mit USB Typ C versorgen können. Weil ich, meine Person, ich habe immer ein HDMI-Kabel zu Hause herumliegen. Also ich hätte mir von Nintendo erwartet, dass man vielleicht, wie gesagt, diese Steuerung da, wo die Joy-Cons reinkommen, durch mit USB Typ C versorgt hätten haben können. Und es ist wirklich traurig, weil sogar die. Ich habe mir vor 7 Jahren einen Blu-ray-Player gekauft und da war kein HDMI-Kabel dabei. Also, ja, da hatte man sich extra ein HDMI-Kabel kaufen müssen. Und ich hätte mir, wie gesagt, von Nintendo erwartet, dass man hier Alternative bietet. Weil ich verstehe ja, dass man für 300 Euro nicht alles erwarten kann, aber es ist, wie soll ich sagen, einfach traurig. Ich habe mir auch noch die letzten Tage das Unboxing von Nintendo Switch OLED angeschaut. Da ist der gleiche Inhalt drin wie bei der normalen Nintendo Switch. Und da hat man auch provokativerweise das da hineingepackt.
Ich finde schön, dass es sowas gibt, keine Frage, aber lasst doch endlich das HDMI-Kabel weg und ersetzt das. Und ersetzt das bitte durch einen Typ-C-Anschluss. Das ist nicht so schwer. Nee, ist ein Typ-C-Anschluss. Sorry, verdammt. Ja, lasst das HDMI-Kabel bitte mal weg, weil es hat jeder Mensch mindestens 3 bis 5 HDMI-Kabel herumliegen, wo vielleicht einmal eines Tages der Blu-ray-Player eingegangen ist, der DVD-Player vielleicht mit HDMI eingegangen ist, was weiß ich. Bei der Switch Lite hat man das besser gelöst. Da ist die Konsole an sich dabei, ein USB-Typ-C-Ladegerät, ansonsten ist nichts dabei. Außer man kauft sich jetzt die Limited Edition mit Animal Crossing, dann ist auch dieses Aufladecode dabei. Und ja, ich möchte den Verein Nintendo nicht vorschreiben, was sie zum Ein- oder Auspacken haben, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie den HDMI-Kabel weglassen und es, wie gesagt, bei den Joy-Controllern es auf USB-Typ-C ersetzt hätten. Das hätte ich mir von Nintendo gewünscht. Auch wenn jetzt wieder viele mir ein Dislike geben, aber wir leben im 21. Jahrhundert und da erwarte ich mir von Nintendo, dass hier umstrukturiert wird. Es darf doch, wie gesagt, nicht wahr sein, dass man hier eventuell da nicht nachdenkt. Und ich finde es traurig von Nintendo. Aber vielleicht hört die Nintendo auf mich, wenn die mein Video anschauen. Man kann nie wissen. Und ja, ich mache eigentlich die Unboxings-Video ehrenamtlich, also ich bekomme kein Geld dafür, nichts. Ich mache es, wie gesagt, auch ehrenamtlich, aber ich wünsche euch noch angenehme Tage und danke fürs Zuhören. Wiederschauen. Wiederschauen.